Willkommen zu diesem Video. Heute geht's weiter mit der 1037. Folge von Dragons Aufstieg vom Berg. Heute auch wieder direkt von meinem richtigen Computer. Und wir können einmal alle Angebote mitnehmen, beziehungsweise mal durchschauen. Und dann die Events. Und dann habe ich das neue, also beziehungsweise dann schicken wir erstmal alle Drachen los. Und ich habe natürlich das neue Update geholt, die neue Version. Und ich habe schon die neue Familie. Sehen wir schon, die hatten wir gestern im Video ganz am Ende mal ganz kurz gesehen. Und heute gucken wir uns richtig an. Deswegen lassen wir jetzt erstmal hier frei. Ich hoffe, die Sammlung läuft noch. Aber wenn ich das hier gerade gesehen habe, wahrscheinlich eher nicht mehr. Genau. Ja, super. Ja, gut, dass ich mir gerade eine neue E-Mail erstellt habe, damit ich dann das damit verbinden kann, damit endlich mein Video-Account wieder richtig verbunden ist. Ich hatte vor allen Dingen schon zwei hier Facebook-Konten wieder gemacht, aber aus irgendeinem Grund sagt sie die ganze Zeit, ja, ist schon wieder ein Account damit verbunden. Und zwar ohne Zahn Level 0 und große Halle Level 0, also eigentlich ist der Account noch nicht mal annähernd gestartet. Fragt mich nicht, was da schon wieder los war. Ich habe keine Ahnung. Wir kriegen das irgendwie hin, dass endlich dieser blöde Video-Account auch mal wieder richtig verbunden ist mit Facebook. Weil mit Google Play kann ich ja irgendwie nicht verbinden. Deswegen müssen wir mal gucken. Wir haben eine limitierte Erkundung. Da würde ich jetzt gerne mit uns erstmal schauen, wen willst du denn suchen? Wen suchst du jetzt? Was machen wir mit dir? Gehst du bei Meerprise nochmal probieren? Schauen wir mal, ob das was wird. Dann haben wir hier einmal die Runen. Let's go. Dann haben wir hier nochmal den Kollegen. Natürlich konnte ich jetzt so wieder zwei Tage nicht auf dem Video-Account deswegen aufnehmen, weil ich mich nicht anmelden konnte, weshalb wir wieder ein bisschen starken Zeitverzug haben, was unseren Fortschritt bei der Season angeht. Aber naja, gut. Irgendwie kriegen wir das schon noch hin. Bevor wir jetzt gucken, wegen dem ganzen Fisch und so, weil wir haben ja schon wieder zu wenig, wie ihr seht, gehen wir gleich erstmal zu unseren Steinwallies, weil die müssen ja alle Titanen werden. Aber die werden ja jetzt eh noch nicht alle Titanen. Deswegen könnten wir da nochmal ein bisschen Fisch mit rausziehen, dass wir gleich nochmal ein bisschen weiter füttern können. So, einmal so, dann können wir hier am Glücksrad drehen. Let's go. Und du wirst auch nicht Titan. Wunderbar, da können wir ja auch gleich nochmal was mitnehmen. Sehr schön. Dann kannst du auch gleich wieder rein. Und wie sieht es bei dir aus? Komm, du wirst doch wahrscheinlich auch nichts. Ja, du wirst auch nichts. Wunderbar. Damit haben wir schon mal wieder genug Fisch, mit dem wir was anfangen können. Dann können wir jetzt erstmal hier rüber den Kollegen zu Ende füttern. Let's go. Training kannst du jetzt nicht. Da fehlt noch ein bisschen Eisen. Das werden wir jetzt heute unten nicht zusammenkriegen. Schätze ich mal, weil wir haben ja schon prinzipiell alles an Eisen eingesammelt. Wir können unsere Holzsammler mal alle losschicken. Die kommen gleich noch vorher. Schicken wir erstmal den ins Training, bevor wir das vergessen. Abfahrt. Sehr schön, Level 62, du bleibst da, du kannst Holz sammeln gehen, du bleibst da, kannst Holz sammeln gehen. Das sind ja dann nur mal die provisorischen Leute, die wir dann später mal... Warte mal. Ja, du kannst Holz sammeln gehen. Du bleibst da, du kannst Holz sammeln gehen, weil sonst ist, ich glaube, gleich das Lockroll, wenn wir den jetzt auch losschicken würden. So, dann kann der Kollege los, dann kannst du los, dann kann der los, dann kommen wir hier, den hat man schon. Und dann euch nochmal. Und dann sollten, denke ich mal, alle Slots frei sein. Ne, Inner ist noch gut. Dann kannst du auch wieder los. Und du kannst nochmal mit zum Eisen. Reicht jetzt natürlich trotzdem nicht das Eisen. Jedenfalls nicht für das, was wir sonst hätten machen wollen. Aber ist ja nicht so schlimm. Dann können wir hier nochmal füttern. 1, 2, 3 Mal. Zweimal muss noch gefüttert werden. Das heißt, 250.000 brauchen wir noch. Aber das wird auch gehen mit der Zeit. Den Kollegen können wir noch fertig füttern. Ansonsten wird das nämlich alles schon wieder ein bisschen schwieriger hier. Du kannst noch gefüttert werden. Kannst wieder ins Training. Dann kannst du bald Titan machen. Der Kollege kann jetzt nicht gefüttert werden. Das heißt, du chillst ja erstmal deine Runden. Wir können ja hier schon mal ein bisschen, vielleicht, wer gestern ein bisschen aufgepasst hat, weiß schon, warum ich hier jetzt ein bisschen Platz mache. So. Genau, dann hier ist nichts. Wunderbar. Hammer Muffel. Muffel kann natürlich auch wieder los. Let's go. Einmal gratis, dann ist hier der grüne Tod. Der geht auch wieder los. Abfahrt. Sehr schön. Brüllender Tod. Kannst auch wieder los. Let's go. Abfahrt. Du kannst wieder los. So. Dann haben wir unten noch einmal den Kollegen. Du kannst auch wieder los. Wunderbar. Hier haben wir unsere vier Jahreszeiten-Statue und die haben wir alle ein. Kriegen nochmal ordentlich Fisch. Damit können wir jetzt sogar noch Baby ohne Zahn füttern. Das ist sehr schön. Das macht man doch gerne. Das sieht man doch gerne so. Hallo, ich habe drauf gedrückt. Jetzt. Sehr schön. Nochmal Fisch. Oh, geil. Das ist da richtig schmackhaft. Genauso wie man das sehen will. Weil dann hier erstmal Baby ohne Zahn dran. Let's go. Gehst du wieder ins Ring. Der kann in den Hangar. Der bleibt jetzt nicht mehr draußen. Dann kannst du nämlich noch hier weiter ins Eck. So. Der Kollege muss das Titan drehen. Ist kein Platz jetzt. Wunderbar. Dann hat man den ja noch zu füttern. Warte. So. Bleibst du da. Dann haben wir den ja noch zu füttern. Dann kannst du ins Training. Der kann... Ach, warte. Du kannst ja auch noch ins Training. Und du musst auch ein Titan drehen. Da ist kein Platz jetzt.
Und hier haben wir noch zwei Plätze frei. Hm, den schickt man da ins Training am besten. Ah, den müssen wir füttern, ne? Oh, ich weiß nicht, wen ich jetzt reinschicken soll. 12.000 Eisen haben wir, ne? 9.000 haben wir ohne. Hm. Wir sind ein bisschen blöd. Ein bisschen sehr blöd. Du kannst ins Training, dann haben wir noch einen Slot frei. Dann können wir hier auf jeden Fall nochmal füttern erstmal. Let's go, so. Und dann können wir hier drüben Fichtendorn zum Beispiel ins Training schicken. Das wäre jetzt auch nicht ganz schlecht. Schauen wir mal, was der dann so erledigt. Und dann können wir jetzt erstmal gucken. Wir haben hier nochmal eine Sammlung. Da wissen wir aber, die wollen wir jetzt nicht einsammeln. Dann können wir die Gratispakete mitnehmen. Einmal hier Gratispaket Nummer Uno. Und wir kriegen, komm, gönn, 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 irgendwas Cooles bitte. Ein bisschen Fisch, ein bisschen Holz, ein paar Runen. Ja, wunderbar, nehmen wir so mit. Brauchen wir mal nicht. Und öffnen gleich hinterher das zweite. Let's go. So, dann haben wir das zweite Gratispaket. Nehmen wir es auch einmal mit und kriegen hier dann natürlich nochmal ein bisschen Holz, ein bisschen Fisch nochmal hier und wieder drei Runenkarten. Let's go. Gehen wir aufs Kreuz. Haben jetzt hier noch unsere drei Reisedrachen. Die können wir gleich noch alle losschicken. Let's go. Und zwar hier einmal weiter. So. Anschleichen und gratis. Wunderbar. Dann haben wir hier einmal Hakenzahn. Der kann natürlich auch wieder los. Da gehen wir einmal wieder auf weiter. So. Dann einmal hier auf Gustav suchen und gratis. Dann kann der Kollege wieder... Oh nein. Ich habe das Training schon wieder gefüllt. Ich bin so ein Pleb. Also ja, ich wollte es ja vorhin gerade, aber... Wenn ich jetzt im Nachhinein mal hier nachgucke, ne, der Kollege soll auch ins Training, weil da ist jetzt wieder kein Platz und wir können eigentlich... Doch, den können wir beschleunigen, let's go. Oh, ich dachte schon, wir haben es halt schon wieder versemmelt, aber nee, haben wir nicht. Wir können dahin, dann kannst du nämlich ins Training, Abfahrt. Und dann haben, wissen wir, oh, wo der letzte Platz war, der noch voll sein sollte. Gut, dann gehen wir in den Season Pass. Aufs Kreuz. Haben jetzt noch zwei Tage Zeit. Werden es natürlich jetzt nicht mehr so viel schaffen, einfach auch aus dem Grund, weil ich halt jetzt schon wieder zwei Tage sozusagen eingebüßt habe. Ja, ist ein bisschen schade, ist halt so. Lässt sich nicht ändern. Manchmal ist es einfach so, dass man in da hier mal ankommt für ein paar Tage lang. Gut, bei euch vielleicht noch nicht, wissen wie alt ihr teilweise seid. Aber ich denke mal, wenn ihr dann so 18, 19 seid, so wie, also ich bin ja jetzt 19, dann wird das bei euch wahrscheinlich auch mal so sein. So, dann hier haben wir jetzt nichts, wunderbar. Gehen wir in das Buch der Drachen, können hier einmal bis... Erstmal auf alle Quellen. Bis ganz runter und sehen hier eine neue Familie. Sie sieht wunderbar aus. Wir haben hier erstmal einen neuen Premium. Dann Baby Tagschatten. Rotkopf Goldwürm. Frag mich nicht, ist ein Sandgeist. Und dann hier nochmal einen Silberphantom. Gehen wir erstmal hier rein. Ja, da fällt mir schon mal der Name von normalen Drachenart nicht ein. Auf jeden Fall sammelt er 24,8 Millionen Holz und 10,5 Stunden lang. Also das ist schon mal richtig, richtig, richtig gut. Deswegen, da kann man, denke ich mal, nichts falsch machen mit dem als Holzsammler. Und dann natürlich nochmal 1000 Eisen in einer Stunde. Ist ganz gut, ist jetzt nicht der beste Eisensammler, aber es ist ein guter, kann man auf jeden Fall nehmen. Und dann findet, steht hier irgendwo der Name drinnen. Nicht, dass ich gesehen habe, okay. Dann Training, okay, hellgrün, beziehungsweise hellgelb, so rum eher. So eine Mischung aus gelb und grün halt, ne, logisch. Und ja, ich sag mal, das wird ein bisschen schwierig vom Training wahrscheinlich, muss man mal gucken, aber auf jeden Fall nicht ganz schlecht. Und exklusiv in der nächsten Season dann. Haben wir Baby Tagschatten. Den kriegt man in der nächsten Season mit dem großen Alpha-Pass. Da müssen wir mal gucken. Also den werden wir uns auf jeden Fall wahrscheinlich holen, damit wir halt Baby-Tagschatten haben. Und dann sammelt Baby-Tagschatten einmal 14,5 Millionen Fisch 18 Stunden lang und 17,7 Millionen Holz 18 Stunden lang. Also es geht. Ist jetzt nicht der beste Sammler, wird für uns nie ein Sammler sein oder werden. Aber ist auf jeden Fall bei uns dann da, damit wir halt... hier die Sammlung, sage ich mal, vervollständigen sozusagen, damit wir halt wieder die ganzen Drachen und so. Wir haben ja meistens die ganzen Babys und alles und da kommt das jetzt noch mit dazu. Dann haben wir hier Rotkopf Goldwürm. Ist ein Sandgeist, erkennt man vielleicht beim ersten Hinblicken jetzt nicht ganz so, weil ja den seine Flügel ja schon ziemlich spitz aussehen und dann hier alles ein bisschen rot, gelb, was weiß ich. Ist im allerersten Blick sieht es nicht ganz so nach einem Sandgeist aus, aber man erkennt es auf jeden Fall am Ei und man erkennt es dann eigentlich auch an der Form. Sandgeister sind ja irgendwie doch so ein bisschen so ähnlich wie Nachtschatten, beziehungsweise Schattendrachen, also so ohne Zahn, Tagschatten und die Nachtlichter und sowas, sieht ja von der Form her schon ähnlich aus.
Und er sammelt 14,2 Millionen Fisch und zwar 12 Stunden lang so ziemlich. Und sammelt knapp 1000 Eisen in anderthalb Stunden, also es geht. Das Training ist sehr angenehm, ist im grünen Bereich, also kann man auf jeden Fall machen. Geht relativ schnell, ist relativ billig auch. Deswegen, das sollte ganz gut gehen. Hier steht noch nicht dabei, wo es den gibt. Das heißt, das werden wir dann sehen. Ich schätze mal wahrscheinlich... Na gut, wenn es dabei steht, könnte es so sein, dass es als Suche kommt, ne? Wir wissen es nicht. Ich kann es euch nicht sagen, wir werden es sehen. Dann haben wir hier noch Perlglanz Poltergeist. Der Kollege sammelt 16,2 Millionen Fisch, 15,7 Millionen Holz und 500 Eisen in knapp einer Stunde. Und ist halt auch so im leicht gelblichen Bereich. Ist ein Silberphantom, ein bisschen pink angehaucht halt. Also eigentlich wie ein normales Silberphantom, welches blau ist, nur halt komplett pink sozusagen. Und ist dann auch in der nächsten Season verfügbar. Das heißt, man muss wahrscheinlich wieder mit Season-Währung kann man den wahrscheinlich kriegen. Oder durch die Season-Geschenkpakete. Also wie wir jetzt halt zum Beispiel, wartet, hier. Die Kollegen aus den Season-Geschenkpaketen kriegen, kriegt man den wahrscheinlich dann auch so. Wir könnten jetzt nochmal gucken, wie das denn vergleichsmäßig hier aussieht. Genau, du warst ja Portal, richtig. Aber du, bei dir steht auch, genau, exklusiv in der Season. Geh zum Season-Treffpunkt und du auch exklusiv in der Season. Und wenn das hier auch dabei steht, gut, bei dem war es nicht dabei. Bei dir war es dabei und bei dir war es dabei, dann werdet ihr ja wahrscheinlich in dem Paket sein, weil die sind ja auch bei dem Paket. Und dann passt das. Genau, und der ist nur exklusiv mit großem Alpha-Premium-Pass. Das ist dann das gleiche wie hier, beziehungsweise das gleiche wie hier. Gut, sehr schön. Wissen wir da auch Bescheid. Dann würde ich sagen, können wir jetzt gucken, ob wir hier noch den Spießenlauf beenden können, beziehungsweise weitermachen können. Wir haben 1, 2, 3, 4 Kämpfe noch. Da sollte, denke ich mal, noch was gehen. Da sehe ich hier noch kein großes Problem. Da müssen wir einfach mal ein bisschen schauen. Wir gehen zuallererst einmal auf den Kollegen hier. Let's go, einmal so. Dann mit dem Knochenalber einmal normal rein. Mit dem Sturmschlag können wir wieder Schwäche geben. Dann machen wir dem auf jeden Fall auch schon mal guten Schaden. Let's go, genauso wollen wir das haben. Und können hier mit dem Skill nochmal normal rein. Gehen mit dem Knochenräuber auf den Holzklau. Und ja, daran sehen wir schon, es ist leider kein Spießenlauf, der komplett aus Dreifachstacheln besteht. Das hatten wir in der letzten Folge, also 1036, besprochen. Ob es das vielleicht mal gibt, weil dort war ja wirklich, also die erste... Der erste Kampf war ja wirklich komplett nur Dreifachstachel. Aber wie wir schon jetzt im zweiten Kampf sehen, sind schon 3 von 4 Drachen keine Dreifachstacheln mehr, sondern es war nur noch ein einziger Dreifachstachel dabei. Deswegen, ja, schade. Wäre lustig gewesen, finde ich. Aber gut, gehen wir einmal so. Let's go. Dann einmal mit dem Skrill nochmal normal rein. Mit dem Sturmschein können wir jetzt die Schwäche, die Heilung raushauen. So rum, die Schwäche brauchen wir jetzt nicht raushauen. Ist ja ein bisschen dumm. Und können dann mit dem Knochenräuber einmal normal reingehen. Gehen mit dem Skrill noch einmal normal rein. Können mit unserem Sturmschein einmal die Schwäche geben. Und dann läuft das hier. Da haben wir guten Schaden gemacht, haben gewonnen und kriegen 2 Glücksräder. So, dann drehen wir einmal im Glücksrad Nummer 1 und bekommen einmal 400 Millionen Fisch. Das ist richtig gut wieder. Da können wir gleich nochmal füttern, den Alpha-Schatten, den großen. Und hier kriegt man nochmal 500 Millionen Fisch. Da kann man sogar zweimal füttern. Das ist richtig gut. Damit kommt er ordentlich voran. Bewegt sich schon wieder zum nächsten Level, 142 oder was er jetzt gleich ist. Also ist auf jeden Fall richtig gut. Wir wollen ihn ja sowieso auf 150 hochziehen. Genau, er bewegt sich auf die 142, richtig. Wollen ja eh bis Level 150 hochziehen, damit der dann wieder mit dazu zählt. Weil ich weiß gar nicht, wie sind wir denn hier jetzt eigentlich bestückt? 30, 5, wir haben erst 5. Da müssen wir ja mal richtig reinstarten dort. Wir müssen das Training jetzt ein bisschen verbessern, sag ich mal. Das heißt, es wird... Ich weiß noch, den Montag, warte, was ist ein Montag für ein Tag? Das dürfte der 4. sein. Am 6. fahre ich zu Erik, also Minischfee kennt ihr ja. Da muss ich das Wochenende noch ein bisschen Videos vorproduzieren, fällt mir gerade ein. Wobei ich keine Ruby Tablet aufnehme. Okay, gut, da muss ich schauen. Aber da wird es wird auf jeden Fall nochmal, bevor ich fahre, also irgendwie 4. oder 5. September logischerweise, wird es nochmal einen Stream geben. Und da können wir dann auf jeden Fall auch umsortieren. Da müssen wir mal gucken. Aber das machen wir auf jeden Fall noch. Das steht noch an. Da muss ja mal wieder was gemacht werden, damit ein bisschen wieder mehr Ordnung hier reinkommt in das Ganze. Teilweise ja schon ganz schön aua. Bisschen durcheinander bei uns auf den Inseln. Deswegen machen wir da mal wieder ein bisschen Ordnung. Jetzt gehen wir mit dem Knochenräuber erstmal hier normal rein. Gehen mit dem Sturmschild auf die Schwäche. Greifen mit dem Knochenräuber normal an. Damit machen wir dann saftigen Schaden. Holen uns den Kollegen hier auch weg. Sind in der zweiten Welle. Müssen hier ein bisschen aufpassen, weil wir haben ja gerade unseren ersten Drachen, unseren Skrill verloren. Das ist dann natürlich immer ein bisschen blöd. Das heißt, da müssen wir wirklich ein bisschen aufpassen, dass das jetzt nicht schief geht hier. Aber ich denke mal, das sollte möglich sein.
Wenn wir jetzt einfach mal mit dem Knochenräuber hier normal reingehen, mit dem Sturmschneid, dann... Wobei, nee, wir machen das hier. Dann gehen wir hier auf die 2-Attacke und gehen jetzt auf die Heilung. Heilen wir uns schön hoch, machen gleichzeitig schön Flächenschaden. Erster Drache leider nicht ganz weg, hat es gerade so überlebt. Das ist jetzt ein bisschen schade. Ich hätte ihn gerne weggehabt, weil der hat immer noch Schwäche und das ist halt gar nicht geil. Und jetzt können wir gar nichts einsetzen. Der hat den jetzt geholt und hat, ich glaube, auch noch 2 Aktionspunkte. Nee, hat er nicht. Gut. Ich dachte gerade schon, aber nee, hat er nicht. Ja, wir müssen einfach gucken, ob das jetzt oder wie das jetzt was wird hier. Bitte nicht unseren Knochenräuber holen. Danke. Knappes Ding. Einmal hier angegriffen, jetzt die Heilung. Damit wendet sich das komplette Blatt, weil jetzt hat nur noch der eine Gegner übrig und der hat nur noch die Hälfte Leben. Und damit haben wir das Ding ja auch noch gewonnen. Es war ein bisschen knapp jetzt, sagt ohne Aktionspunkte-Booster hätten wir es wahrscheinlich nicht geschafft. Aber wir haben es gewonnen und kriegen wieder 2 Glücksräder. Let's go. So, dann drehen wir einmal im Glücksrad und wir bekommen hier einmal 100 Millionen Holz. Okay, ist jetzt für uns nicht ganz so relevant, aber ist in Ordnung. Drehen wir am nächsten und hier gibt es nochmal 100 Millionen Fisch obendrauf. Wunderbar, sehr schön. Dann können wir jetzt einmal das Spießrundlaufpaket einsammeln. Haben dann auch schon wieder ein bisschen Fortschritt geschafft. Also wie schon gesagt, 2 Kämpfe noch. Die schaffen wir noch. Wir haben noch 2 Tage Zeit. Und wie schon gesagt, ich habe vorhin eine neue E-Mail erstellt. Da kann ich dann in einer Stunde ein Facebook-Konto erstellen. Da kann ich dann danach das mit hier dem Account verbinden. Und dann könnte ich auch immer vom Tablet aus spielen. Ist ja auch der Plan. Dafür ist es ja eigentlich auch da, dass wenn ich unterwegs bin, ich trotzdem normal Videos aufnehmen kann. Und ja, ihr könnt ja einfach nochmal reinschreiben, wie jetzt mit Audioqualität, ob das soweit in Ordnung war auf in den letzten 2 Videos jetzt, also nicht in dem, sondern den beiden davor. Weil das ja mit dem Tablet war, wird ein bisschen anders sein, aber müssen wir gucken. Ansonsten muss ich mir halt nochmal ein mobiles Mikrofon holen, weil ein Shure SM7B, ganz schlecht das zu transportieren. Da muss ich ja sonst wie viel abbauen. Ich würde sagen, das wäre es an der Stelle erstmal mit dem heutigen Video gewesen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Dann sehen wir uns auf jeden Fall im nächsten Video wieder. Und bis dahin wünsche ich euch natürlich viel, viel Spaß und ciao, ciao, Leute.